Herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video. Wenn euch das hier auf dem Kanal gefallen, würde ich mich über ein Abo freuen. Dann helft mir auch auf dem Weg zu den 500 Abonnenten. Dort fehlt ja auch nicht mehr ganz so viel. Außerdem könnt ihr natürlich gerne dieses Video bewerten, kommentieren und teilen und mir auch auf meinem Twitch-Kanal folgen. Würde mich auf jeden Fall extrem freuen. Und heute werden wir dort auch den Daily Do Cup mal komplett durchzocken. 13 Tage hatten wir als Duo mal keine Zeit, um das wirklich rechtzeitig zu spielen. Heute werden wir aber die Zeit hoffentlich dafür finden und werden das Ganze mal komplett durchspielen. Und dort geht es eigentlich hauptsächlich wirklich um W-Keen. Also wenn ihr das sehen wollt, folgt mir gerne auf meinem Twitch-Kanal. Und gestern hatten wir auch keine Zeit, weil wir ja die FNCS-Woche 2 gezockt haben. Und dazu werden natürlich heute auch auf dem YouTube-Kanal dann die Highlights folgen. Wenn ihr weitere Videovorschläge habt, schreibt es natürlich gerne in die Kommentare. Und ich würde sagen, schauen wir uns jetzt den Item-Shop an. Heute haben wir einen neuen Skin, und zwar den Meister Minotaurus. Sieht auf jeden Fall ganz nice aus. Dann haben wir als nächstes den Experte-Skin mit der Kotacke. Dann haben wir den Gewitter-Skin, den Blitz-Skin, dazu dann die Sturmblitz-Spitzhacke sowie den Sturmauge-Gleiter und die Turbulent-Lackierung. Dann haben wir noch den Knight Rider-Skin, dann den Abtrünnige-Skin. Klassisch auch aus Season 1. Dann haben wir den Hüftwerfer-Emote. Ist ein Fortbewegungs-Emote auch. Als nächstes haben wir die Magma-Lackierung. War, glaube ich, eine der ersten animierten Lackierungen tatsächlich. Deshalb habe ich sie mir auch gekauft. Mittlerweile, finde ich, gibt es aber schon deutlich, deutlich bessere Lackierungen. Deshalb hätte ich sie nicht empfohlen, die unbedingt zu kaufen. Ja, wie gesagt, gibt auch viele blaue Lackierungen, die, finde ich, besser animiert sind. Dann haben wir als nächstes Elektro-Shuffle, auch wieder klassisch aus Season 1. Ist auch schon seit Ewigkeiten im Spiel. Dann haben wir als nächstes noch den Pool-Emote. Und dann natürlich noch bei den besonderen Angeboten, die ja bis Dienstag drin bleiben werden. Also wenn ihr das noch kaufen wollt, habt ihr noch heute und morgen Zeit, um die zu kaufen. Ich denke mal nicht, dass ihr es schafft, vom Update die zu kaufen, je nachdem wann das ist. Letztes Mal war es ja, glaube ich, um 7 Uhr und dann denke ich mal, wird man es nicht schaffen, das vorher zu kaufen. Auf jeden Fall haben wir dort den Aurum-Skin. Hier hat man einmal die Goldkönig-Variante, also mit Schimmer, und dann einmal die Variante ohne Schimmer. Natürlich ebenfalls das gleiche beim Gleiter. Hier auch einmal die Schimmer-Variante bzw. Standard-Variante und dann die Variante ohne Schimmer. Das war's dann mit dem heutigen Shop-Video. Wie gesagt, schreibt mir eure Videovorschläge in die Kommentare, genauso wie Feedback. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.